Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, wo ich eine Neuerung im Service Pack 1 von HiCard 2024 zeigen möchte. Im Grunde genommen geht es hier um eine neue Kopierfunktion. Ich habe mir hier dazu eine kleine Fassade konstruiert, wo die Fassade nach außen neigt. Und hier unten am Boden habe ich eine Fußpunktkonsole und diese möchte ich mit einfachen Mitteln an die anderen Pfosten bringen. Dazu wurde hier im neuen Release eine neue Funktion erweitert, die hier in diesem Bereich das Teilbewegen über Ebenen sich nennt. Diesen Befehl gibt es im Bereich Transformieren, das heißt, wenn ich etwas verschieben möchte, und im Bereich des Kopierens, was ich jetzt nutzen möchte. Dazu habe ich bereits die Konsole angewählt und ich wähle hier den Befehl aus. Ich gebe hier noch die Anzahl an, wie viele Kopien ich haben möchte. Wenn ich hier in diesem Fall zwei Kopien habe oder angebe, dann kann ich den Befehl so lange weiterführen, solange ich diesen nicht beende. Ich muss hier in diesem ersten Schritt eine Ebene angeben, welche meine Ursprungsebene ist. In diesem Fall nehme ich hier die Hinterkante des Pfostens und wähle diese aus. Ich kann hierher gehen und sobald ich hier mit der Maus an die jeweiligen Flächen klicke, sehe ich schon die Vorschau. Mittels Klick wurde mir hier meine erste Konsole gesetzt und ich kann hier in diesem Fall beliebig weiter kopieren und kann diese Konsolen sehr einfach an die richtigen Stellen der Fassade bringen. Dies würde natürlich auch mit dem Clipboard gehen. Hier ist es jedoch wesentlich einfacher und schöner, weil ich auch hier die Vorschau sofort sehe.